Wir schauen uns drei AI-Tools an, die du schon heute kostenlos verwenden kannst. Und es muss klar sein, dass das nicht die aktuellste Artificial Intelligence ist, weil du kannst es kostenlos verwenden und es gibt natürlich hier schon viel bessere Programme, aber wir werden mal testen, ob das schon für etwas einsetzbar ist. Das erste Programm, das wir testen wollen, heißt Snazy.ai und das soll uns helfen, Content zu produzieren. Ich habe schon für ein paar Dinge eingesetzt und ich fand es an sich nicht schlecht. So, let's log in. Also ich habe mir schon einen Zugang zu Snazy AI angelegt und wir werden uns jetzt mal schauen, was wir hier alles machen können. Also wir sehen hier schon, wir können hier entweder unsere Inhalte, Content, expanden, wir können sie remixen, es gibt eine Chrome Extension, Blog-Ideen können wir finden, Landing-Pages, also Texte für Landing-Pages erstellen lassen, Texte für Google-Ads, Texte für LinkedIn-Ads, Meta-Descriptions für unsere Website. All dies kann Snazy AI offensichtlich hier erfüllen. E-Mail-Subject-Lines. Was ich gerne tun würde, ist für meinen Twitter-Account eine neue Description mir von der AI erstellen lassen. Schauen wir mal, wie das hier geht. Catchy Hook, wie wäre es damit? Schauen wir mal, Patrick Siebert. Companies, the Siebert Blog, Brand Keywords sind Technology, Artificial Intelligence. Das sind meine 6 ausgewählten Keywords. Ja, das passt. Das heißt, du erstellst zuerst ein Profil und schauen wir mal, ob wir einen catchy Hook uns erstellen können. Die Artificial Intelligence rechnet. How to get a job at the Siebert Blog. The smartest way to earn free Bitcoin, revolutionary technology that you need to know. How about that? Meet the first artificial intelligence you can touch. See how artificial intelligence will change the world. An alternative to traditional economic theory. Technology is changing the world. Not bad, not bad. Ich glaube, hier können wir einiges übernehmen. Schauen wir mal. Okay, das war Catchy Hook. Vielleicht finden wir noch was Besseres. Mission Statement. Ich glaube, da werden wir fündig werden. Let's create. To help people use artificial intelligence. Spread the power of optimism. To connect people with news about technology. Nice. Probieren wir noch Landing Pages als drittes aus. Wow, er hat mir hier eine ganze Landing Page erstellt. The Siebert Blog. A news show about technology, Bitcoin and the digital economy. Get started, learn more. Watch videos for free, power the future, Bitcoin and the blockchain. Nice, nice. Also ich denke, dieses Tool kann einen auf jeden Fall auf gute Hinweise bringen. Mir persönlich zum Beispiel meine LinkedIn oder ich glaube YouTube Description habe ich mit diesem Tool erstellen lassen. Wie gesagt, 5 Credits gibt es gratis. Lassen wir uns noch eine letzte machen heute. The future of economic systems. Create a world where people are no longer slaves to an economic system that no longer works for them. Latest technology, Blockchain and Crypto News and new technology. Ich würde sagen, das können wir wirklich so 1:1 übernehmen. Nehmen wir gleich auf Twitter, würde ich vorschlagen. Nice. Hab eine neue Description-Biografie auf Twitter damit. Okay, dann gehen wir zum nächsten Tool weiter. Dieses Tool heißt Sassbook AI Writer, Powerful AI Text Generator for Original Content. Das heißt, hier funktioniert es wie folgt. Wir schreiben hier einen Satz, beginnen einen Satz zu schreiben und die AI wird uns das vervollständigen. Das heißt, warum nehmen wir nicht Create a World where people are no longer slaves? So. Also, die AI hat geschrieben, Create a world where people are no longer slaves to an economic system that no longer works for them. We have the power and we must use it. The time is now. This is our time to change this world and it starts with us. Join us in taking action. Auch diese Copy könnten wir gleich für eine neue Webseite verwenden zum Beispiel. Also, das ist sassbook.com. Auch ein interessantes Tool, um zumindest auf Ideen zu kommen und seine Texte vervollständigen zu lassen.
Das dritte Tool, das ich euch zeigen möchte, ist Canva. Und Canva ist ein super Tool, um jegliche Bilder zu bearbeiten, um Creatives zu erstellen, um Bilder nachzubearbeiten. Es ist wirklich ein super Tool. Also wenn du dich mit Photoshop nicht auskennst, dann ist Canva sicher das Tool, das du stattdessen verwenden solltest. Hier gibt es eine Gratis-Version, aber es gibt auch eine kostenpflichtige Version. Ich zeige euch jetzt das AI-Tool, das in der kostenpflichtigen Version vorhanden ist. Wir gehen auf Canva und wenn wir hier drauf gehen, dann sehen wir schon, dass ich all meine Thumbnails zum Beispiel für YouTube mit diesem Tool mache, weil es so ungeheuer praktisch ist. Weil, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein neues Thumbnail machen möchte mit meinem Gesicht und dieses Gesicht habe ich aus dem Video selber herausgenommen, dann ist es hier ganz praktisch. Ich mache Add Page, nehme hier zum Beispiel dieses Bild, ziehe es einfach hinein. Achtung, und jetzt kommt die AI in Action. Ich gehe auf Effekte und ich gehe hier auf den Background Remover. Und das ist etwas, das mit Photoshop früher mindestens eine halbe Stunde gedauert hätte, hier den Hintergrund von meinem Foto zu entfernen. Jetzt mache ich einen Klick. Die AI rechnet. Es ist ein Klick für mich und der Hintergrund ist entfernt. Jetzt kann ich hier unter Fotos einen anderen Hintergrund wählen, zum Beispiel diesen hier. Und schon bin ich auf einmal in New York und habe einen Thumbnail für mein neues YouTube-Video zum Beispiel gemacht. Also wir sehen hier, das ist nur ein kleiner Schritt. Das ist eine sehr einfache AI. Wie die AI das macht, ich weiß es nicht. Aber die Ergebnisse sind sehr grandios. Und das, was früher wahrscheinlich eine halbe Stunde an Arbeit gebraucht hätte, kannst du jetzt mit einem Klick machen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die AI einen ungeheuren Produktivitätsvorsprung in der nächsten Zeit bringen wird. Ja, das waren drei AI-Tools, die du heute kostenlos schon verwenden kannst. Drei Beispiele dafür, wie die künstliche Intelligenz heute schon vielleicht unser Leben verändern kann. Wenn ihr gute Tools kennt, die ich vorstellen soll, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich freue mich, wenn ihr diesem Video ein Like gebt, wenn ihr es teilt mit euren Freunden und wenn ihr auf Subscribe klickt. Bis bald!